Ja, ich habe jetzt das fertig. Was kann man für eine Wette da machen? Was haben wir hier? 93 plus Community und alle fünf großen Ligen. Geh mal rein, Chat. Okay, ein Tots oder Moments, 93 plus oder höher. Community und alle fünf li großen Ligen. Let's go. Come on, man. Frankreich? Och, come on. Das ist krass. Ah, ich glaube, das geht nicht schlechter, ne? 93 plus ist 93 plus. Einfach Samba, Alter. Der verfolgt mich wie so ein Wahnsinniger, ey. Lass mich doch verdammt in Ruhe, du verdammter Hund, Alter. Komm mal hier, Wetten-Chat. Ich mach einfach 100k, Junge. Ist eh Schrott, der Pick. Ich mach wieder Set-Review, komm. Komm, quick. 3 zu 1. Rein. Oh, kein Torwart. Das sieht nach einem Verteidiger aus. Oder auch nicht. 99 Sprungkraft, 95 Dribbling. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Das sieht nicht mal schlecht aus, oder? Hä, 95 Dribbling, 97 Tempo? Aber nur 91 Schießen? Ich weiß nicht, ey. Ach du Scheiße, Mika Dauze, Junge, hat der mich getrollt. Ich dachte, was eine krasse Karte ist. Mika Dauze, Alter. Du Scheiße, komm schon, ey. Okay, komm, 99 Ausdauer ist gut. Das ist ein. Ja, irgendein Mac ist das, glaube ich, oder? 98 Pace, Klaus ist das. Na. Come on, jetzt stop trolling. Put a Big Bear Boy in there, man. Stop trolling jetzt, komm. Hä? Ist doch nochmal Klaus oder habe ich nicht weiter gedrückt? Das ist doch schon wieder Klaus. Lorenzo. Müll. What the fuck? What the actual fuck, bro? What the actual fuck, bro? Aslan. Aslan. Aslan wieder. Ich habe schon wieder Aslan gezogen. Juhu. Testigen! Hey! Ich zieh, wenn dann zieh ich nur aus den Player Picks was, ne? Aber immerhin, sag nix. Komm jetzt. Jetzt ein blauer oder lila, ne? Yes, komm mal, tauschbar, komm bitte! Ach du fuck, 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 fuck. 91 aber wenigstens, das ist ein bisschen was wert bestimmt. Immerhin, tauschbar kann ich nicht verkaufen, den Hund. Jetzt kommt was Geiles, Chat, komm. Der Nkunku jetzt. Bam, bam. Fofana. Oh, we take it, I guess. We take it. Ja. Oh mein Gott, ich dachte schon. Digga, einfach. Was ist das denn für ein 40er Klatzkopf, Alter? Aus Italien, ey. Also für die Leute, die sich fragen, was diese Ladebildschirm bedeutet. Ja, ist ja easy erklärt. Es gibt Premium SBC wie letztes Jahr. Ich glaube, das war mit Summer Heat oder wie die hieß, ne? Diese Promo. Da haben ja welche auch so. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war, aber auf jeden Fall ist sowas wie eine Hero-Karte. Sieht man ja. Normal, nur Chemie. Gibt 1-1-1-1. Und dann gibt der 1-1 und der Liga nochmal extra. Das ist so wie eine Hero-Karte einfach. Es gibt so jetzt wahrscheinlich so irgendwelche Premium-Shapeshifter-Karten, die kommen werden. Die kannst du wahrscheinlich als SBC machen oder als so ziehen. Und das ist halt wie eine Hero-Verlinkung halt, ne? Direkt schon 3 Chemie und kriegt er so Liga nochmal ein Bonus-Ding. Das ist halt, ja. Das ist, glaube ich, easy erklärt. Ich glaube, da ist nichts, jetzt, wo man da rum spekulieren muss, was es ist. Können auch die Leaks angucken, stimmt. Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe ein paar gesehen schon mal. Wer jetzt nicht sehen will, kann ja weggucken. Kann man ganz kurz. Ah, wieder so Gammeltots, hier Shapeshifter. Was ist das denn? Alvarez. Ah, das sieht schon so richtig Schrott aus, ey. Vor allem auch immer dieser Frankowski. Kommt jedes Jahr, ne, der Magazine, der Linksverteidiger. Rosolini, die sehen schon so. Ich weiß, die sehen schon auch schon so richtig shit aus. Bailly. Wir haben Depay. Auch immer dieselben, ne? Depay. Mahrez. Sind immer dieselben Gesichter. Bruno Fernandes. Rüdiger. Van Dijk, es sind echt immer dieselben, ne? Okay, Becker ist mal wieder eine andere Karte. Es sind aber irgendwie immer dieselben Gesichter und Hazard. Upamecano kommt auch noch. Ja, that's it. Kein Ibra, kein Piqué anscheinend, keine Ahnung. Okay, passt. Was machen wir jetzt, Chat? Ich geh einfach rein, Chat, weil das, die letzten Male habe ich auch geschoben, da kam nur Scheiße. Ich geh einfach rein. Fuck it. Okay, geh mal rein, komm, 3, 2, 1.
dieser Meckes, Alter, dieser Samba, der lässt mich auch nicht in Ruhe, Digga. Der kommt, Digga, den letzten, wie ist das möglich eigentlich, dass er so oft kommt bei mir? Wie ist das möglich, dass er so oft kommt bei mir? Ich raff das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist das Team. Jordi Alba haben wir eingebaut, die neue Karte. Die spielen Dreierkette, ich zeige gleich, wo die alle spielen. Rabiot haben wir kurz gekauft noch für die Verlinkung. Leider nicht Lengsi, aber ich denke, der wird trotzdem gut sein. Stats sind ja krass. Lumbodka ist hier drin, weil der auch ein 8er ist, der mit nach vorne spielen kann. Und er kann die Trivella-Shots. Kaká mit drin. Wir haben Abraham drin. Ich will mal gucken. Viele haben gesagt, Kane ist krass und Abraham soll krass sein. Deswegen, Kane hat mich schon überzeugt. Aber mal gucken, was der Abraham noch dort drauf hat. Den neuen João Quina mit drin. Bin ich mal gespannt. Und wir haben den Caradona, den haben wir ja letztens gezogen und nicht gespielt. Dann, ja, da kommen wir auch noch ein. Und da werden die Spieler spielen. Ich sage euch ganz kurz hier. So. Und weil letztens einer gesagt hat, Lewandowski spielt hier rechts. Das ist kein Flügelspieler. Das ist wie drei Stürmer, Jungs. Alba und Joaquin sind die Flügelspieler und die drei in der Mitte sind wie drei Stürmer in der Dreierkette. Das ist keiner, der irgendwie außen kommt. Die sind drei in der Mitte einfach. Und ja, das so spielen wir die. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Dann gucken wir mal. Vista. Ah, denken Bayern München-Fan hier. Gucken wir mal. Samba, ey, mein Lieblingsspieler. Oh, Cruyff, Bess und Figo. Okay, komm, let's go. Okay. Caradona, Junge. Yeah, Junge. Direkt Antwort. Was willst du? Come on. Abraham. Lengsi! Come on, Kaká! Okay, immerhin. Guck mal hier, was ist das? Was ist das? Das ist ein Tor auf jeden Fall. Ja, nehmen wir mit. Okay, nehmen wir mit. Erster Sieg ist schon mal da. Okay, guck mal, nächster Gegner. Schatzi Pazzi FC, okay. Oh, das sieht nach einem Aufbaugegner auf. Weil vorne ist schon krass eigentlich. Vorne die Karten sind schon heftig. Okay, gucken wir mal. Come on! Let's go, Abraham. Tap in Merchant. Gut gemacht von Caradona. Ah, falsche Richtung. Ja, dieses Tor bewegen. Ich werde noch irgendwann wahnsinnig von dem Scheiß. Das ist ein Hol den. Ah, shit, man. Die Backbene-Flanke, wollte ich gerade sagen. Hab ich die Geige eingesetzt, Alter. Und ich wurde nicht belohnt, Alter. Meine Fresse. Mach keine Scheiße, Bruder, mach keine Scheiße, sag ich doch extra noch, Mann! Ich sag extra, mach keine Scheiße, Mann! Ein Franzose, Le Technik. Okay, das ist immer auch typisch, wenn du verlierst, kommt noch ein stärkerer Gegner dann. Deswegen einen anderen Server oder was? Weil Fujam ist ein anderes Server hat und deswegen auch anderes Gameplay. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. I don't know, man. Egal, wir spielen einfach mal weiter. Wir spielen weiter, Jungs. Oh, Schiemen in Rot. Heftig. Alter, Abraham ist richtig so. Wirklich. Der ist am Hängen einfach. Der ist einfach nur am Hängen, der Abraham, habe ich das Gefühl. Gefällt mir gar nicht, ey. Ich wechsle in der Halbzeit auch den aus, ey. Okay. Ich
Come on, man, brother, man. Get the fucking foot on it, man. Come fucking on, score doch jetzt langsam mal, Jungs. Der Oshimen, Alter, ist so asozial, ey. Why is he so cracked, Alter, dieser Oshimen, Alter? Okay, let's go. Du musst nur Übersteiger spammen. Das ist eigentlich, was du lernen musst hier. Schnell Pass hin und her und dann übersteigen in den Strafraumschuss. Okay. Nice Team. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir, dieses Spiel spielen zu können. Helfen Sie mir. Hier, Trivella-Shot von Lobotka, Junge. Übersteiger, okay, neue Aufgabe, Chat. Übersteiger, Übersteiger, Übersteiger. Okay, ich hab's verstanden. Komm, Wiesbaden, komm. Komm, Jungs. Ich trainiere das jetzt mit euch. Ich glaube, wenn du Übersteiger machst, du musst gar nichts machen danach. Du kriegst immer irgendeine Chance. Ich glaube, das sind mit 300 Balken, ich weiß es nicht. Ich teste mal aus. Okay. Danke, KK. Bisschen lucky, aber you take it. Guck dir, wie unfair das ist, Digga. Guck mal, wenn du Übersteiger machst, passiert so viel Scheiße, das ist der Wahnsinn. Also jetzt, wir wissen jetzt Bescheid, wenn es schlechte Gameplay ist. Ist gut, dass wir heute ein bisschen was gelernt haben dazu. Dann weiß ich für morgen Bescheid für die Wikileague. Wenn das Gameplay morgen wieder so schlecht ist, muss man leider die Fünferkette, wie die alle spielen, diese 5-4-1 spielen. Und das so machst du die meisten Tore, ne, Chat, ne? Über die Außen kommen. Habe ich heute auch zu wenig gemacht. Einfach über die Außen mal kommen. Komm, Lengsi. Bist du nicht Lengsi? Dann mach ihn so rein. This is what it is, man. Und hier so. Und hier zurück. So. Oh mein Gott, Joaquin! Brother, man! Das, also mit Abstand der schlechteste war heute Safe Joaquin, Alter. So eine Schrottkarte, ey. Ah, ich hab gar nicht umgestellt, ich Vollidiot. Al-Nassr, Road to Glory. Road to Ronaldo. Szczęsny, Robert Carlos, Mané, Davis und Nkunku. Okay. Ah, komm an, KK. KK Finish wenigstens. Also Finishing ist okay bei dem. Ist in Ordnung. Trevella-Schuss. Dieser Lobotka ist so krass, ne? Weil er einfach nur 80 Schusskraft hat, ne? Ja, ich glaube, Fünferkette ist für schlechtes Gameplay safe. Ja, ich sag's, es ist traurig, aber wenn du scheiß Gameplay hast, musst du Fünferkette spielen, Jungs. Mr. Scania. Guck mal, Mann. Okay. Guck, wie schlecht die Sibu heute ist, ey. Ja, Fünferkette ist das, Jungs, bei schlechtem Gameplay. Guck mal, da machst du sowas. Dann meine ich ja, du machst dann diese Backtore und bist hinten aber mit 9 Mann am Bunkern.
Ist ekelhaft, Chat, aber so spielst du dann die PS5. Joaquin, du bist so scheiße, Joaquin, Mann. Lorente ist so heftig, ey. Mal, was war das denn? Ich wollte Fake Shot machen, aus Versehen falsch gedrückt. Ich habe das Gefühl, ich glaube sogar die Fünferkette ist besser als die Dreierkette, ne? Auch offensiv. Ja, die Fünferkette ist glaube ich sogar besser, Chat, ne? Was sagt ihr, Chat? Ich glaube, die Fünferkette ist sogar besser als die Dreierkette. Schlechtes oder gutes Gameplay hin oder her. Es sieht halt nur nicht so ekelhaft, wenn du die Dreierkette spielst. Haben wir noch kurze Teambewertung. Bedenkt, für meinen Spielstil, ich spiele ein bisschen schneller nach vorne, nicht so langsam. Ich baue meine Spiele nicht, Angriffe nicht 100 Jahre auf. Ich will immer tak, tak, tak. Ja, das müsst ihr bedenken. Plus, ich bin halt noch ein bisschen neu. Bedenkt das, ihr habt einen anderen Spielstil, ihr habt vielleicht auch eine andere Meinung. Weil immer Leute sagen, oh, bei mir ist er so, bei dir, ja, jeder spielt ja anders, Jungs. Ja, mit dem anderen Spielstil, dann bringt er meine Meinung dir auch nichts. Szczęsny war Dogshit. Ich weiß nicht, ob alle Torhüter auf der PS5 so schlecht sind, aber der war ja komplett Müll. Aber ich glaube, das sind einfach alle Torhüter schlecht. Also Schüsse auf den Mann müssen gehalten werden, meiner Meinung nach. Egal, Time finde ich grün oder nicht. Und der boxt ihn halt geförmlich ins eigene Tor, Alter. Das darf nicht passieren. Also ich fand jetzt heute, würde ich nicht nochmal spielen. Die sind eigentlich gut gewesen. Ich finde Lorente besonders richtig krass, finde ich. Also den kannst du Mittelfeld, IV und Außenverteidiger spielen. Was ein goated Spieler für mich. Der ist richtig krass. Der ist safe line mit. Jordi Alba fand ich okay gewesen, aber ich fand mir ehrlich nichts Besonderes. Ich fand ihn irgendwie ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er nicht lengthy ist oder so, aber ich fand seinen Antritt irgendwie ein bisschen shit gewesen für 95 Pace. Also ich konnte irgendwie nicht so diesen geilen Boost machen, wie ich mit vielen anderen Spielern hatte. Und sonst war es auch nichts Besonderes. Und das Problem ist auch, der ist halt klein. Ne? PS5 spielt man viel mit hohen Bällen. Da hast du automatisch schon eine Schwachstelle, finde ich. Und das macht er halt mit den anderen Skills nicht so gerade weg. Also ich fand, für 200k, die ich bezahlt habe, oder mit SBC-Futter abgegeben habe, fand ich nicht worth it einfach. Also für meinen heutigen Spielstil, 5er-Kette und 3er-Kette, fand ich nicht worth it. Rabiot war okay gewesen, in Ordnung, aber ja, Standard. Ich fand den hier gut gewesen. Schon wieder eigentlich, weil der PS4 war auch schon gut gewesen. Hier wieder gut gewesen. Da war eine Free Card gewesen. Und besonders, was selten halt ist, ne, diesen Schusskraft von 82, ihr habt gesehen, ja, man kann diesen Trevella-Shot perfekt. Der hat sogar den Trade sogar, ja, deswegen. Der hat den Trade und 82 Schusskraft. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, diese Spieler sind perfekt für diesen Trevella-Shot, also diesen Außenrissschuss. Wenn du ihn noch grün triffst, ist halt fast, nicht fast, er ist eigentlich zu 99,9% drin. Und so einen Mittelfeld zu haben, ist geil, weil das erwarten viele Spieler, zumindest am Anfang nicht. Ja, das machen nicht so viele. Und dann, wenn du so einen raus hast, hast du schon mal einen Torvorsprung. Und sonst war er auch gut gewesen. Pässe gut gewesen, Verteidigung gut gewesen. Ganz ehrlich, ich würde ihn sogar über Rabiot ziehen, ne, für meinen Spielstil. Weil der einfach noch so der kann verteidigen und kann den Außenrissschuss. Wenn ich eine Million bezahle, hätte ich das auch gerne eigentlich, aber ja, der war auch natürlich nicht schlecht gewesen. Ja. Dann Quaradonna war okay gewesen. So, ich bin ehrlich, ich bevorzuge Cruyff. Ich weiß nicht, wie viel er kostet. Quaradonna war, ja, der ist günstiger. Ich bevorzuge Cruyff. Quaradonna ist okay, ja. Ja, macht halt sein Ding, ne? 5-5. Aber Skill ist eh schwierig auf der PS5. Übersteiger kriegt er halt einen halben Boost, aber nicht einen krassen Boost. Ich finde dann bei Cruyff das Geile nochmal, der hat halt dieses geile Passen und er hat diese geile Beweglichkeit, die Quaradonna nicht hat. Der hat so eine geile Beweglichkeit, auch selbst auf der PS5. Und er hat diesen L2-Schuss nochmal. Ich habe ihn halt mit ihm nicht oft probiert, die Schüsse. Ich habe nur Finesse probiert, weil ich auf der linken Seite gespielt habe. Fand ihn okay, aber ja, nichts Besonderes. Der war für mich der schlechteste von vorne, auch wenn er 5 Scorer-Punkte hat. Einfach 0 auf 15. Wie immer, wie ich sage, Copy-Paste. So eine Art, siehst du 100 Mal kommen. Das sind halt diese typischen Spieler, die du dann machst für 50 bis 100k und die spielen sich halt alle gleich. Ja, war okay, aber ja. Nichts Besonderes. Abram, ja, King of fucking Lengthy halt, ne? Weißt du, ich meine, Übersteiger, dann ist halt King. Sobald du die Übersteiger beherrschst, wird er für dich der absolute King sein halt, ne? Der boost dich dann komplett in den Strafraum, dann schießt du einfach ins Tor. Aber ich fand Kane einfach besser. Dasselbe kann nämlich Kane auch, plus er, Kane ist beweglicher, finde ich. Kane kann passen und irgendwie sind die Laufwege nochmal viel geiler bei Kane, finde ich. Auch wenn er 4 Sterne Skills hat und er kennt nur 3 Sterne, den längsten Typen skills du eh nicht. Du machst nur Übersteiger oder schickst ihn halt und dann ja, boost dich einfach durch und schießt ihn einfach rein. Also, ja, Abram, ja, krasse Längsty-Karte, aber halt fand Kane für mein Spiel sie besser. So.